Jax, du reitest. Oh, du bist aus dem Zimmer geflogen, durch das Fenster hindurch und immer weiter nach oben geflogen und plötzlich war da diese Schildkröte. Du hast dich einfach festgehalten. Sie hat dich zum Reiten drauf eingeladen und durch ein wabendes Glühen kannst du zusammen mit ihr hindurchschwimmen. Sie ist riesig groß. Du bist auch riesig groß. An einem großen, merkwürdigen, knorrigen Baum vorbei, an ein paar Blubbelbläschen. Du kannst noch sehen, wie dir ein paar Lichtwesen zuwinken. Kannst du Lido Korka kennen? Der kleine Klabautermann? Wie er dort steht, an dem Deck von irgendeinem Schiff, hält sich wohl irgendwie möglichst weit entfernt von diesem Baum und winkt dir zu. Währenddessen kannst du andere Frauen erkennen und Männer und alle sehen so elfenhaft aus, aber ihnen wachsen Flügel aus Licht. Du schwebst weiter, neben dir immer noch diese riesige Schildkröte und ja, plötzlich kannst du wieder sehen, wie du, oh, das sind so viele Elementare, die da, du kannst sie alle erkennen, selbst, oh, das ist dieses maraskanische Wesen, von dem Kasim gesprochen hat, die Thesis, die Abel mir beigebracht hat, oder Shamul Shahira, die Flamme vom brennenden Berg. Du kannst sie alle erkennen, wie sie dir zuwinken. Ja, ich winke zurück. Hallo, Shamul Shahira. Oh, ich hoffe, es geht dir gut. Ich muss weiter, die Schildkröte. Wir sehen uns. Du fliegst weiter und die Schildkröte biegt wohl irgendwie ab und plötzlich fliegt ihr über ein paar Baumwipfel und kannst da wohl sehen, wie da ein paar katzenartige Wesen dir zuwinken. Ihre Körper sind behaart und sie sehen einfach aus wie große laufende Katzen. Sogar ein Löwe und ein Bärenmenschen, den du erkennen kannst. Oh, was ist das denn? Was seid ihr denn für welche? Hallo, ich bin Boltax. Da kannst du einen gewaltigen, riesigen Wurm erkennen. Der muss viele, viele hundert Meter lang sein. Häuser, die auf seinem Rücken gebaut worden sind. Und das ist wirklich ein Wurm. Was ist das denn jetzt? Nein, das kann doch nicht sein. Oh. Ja, plötzlich kannst du über dir sehen, die Schildkröte dreht sich wohl so ein bisschen in der Luft und eine große Festungsmauer, die direkt in die Luft gebaut worden ist. Ein gewaltiges goldenes Tor. Du siehst noch einige Lettern drauf und du siehst wohl, wie dir ein großer Zwerg mit einem Hammer zuwinkt. Oh, ist das Angrosch? Angrosch, hallo Angrosch! Oh, das muss Alvaran sein. Oh, ist das schön. Oh. Dann fliegst du weiter und du siehst, wie wohl direkt daneben bist an der Mauer vorbeigeflogen, da kamst du wohl nicht rein, sitzt ein alter Mann. Du würdest sagen, er ist so grob 80, hat einen langen Rauschebart und hat eine Krone auf seinem Kopf. Er hat aber seine Hände um die Beine umschlungen und wiegt sich so ein bisschen hin und her und blubbelt wohl irgendwelche Sätze vor sich hin und ist absolut freundlich. Er sieht böse aus, aber er sieht so freundlich aus, als wäre er befriedigt, auch wenn er diese Aura hat. Ja, hallo, wer bist du denn? Du siehst ja ganz schön finster aus, aber eigentlich wirkst du ganz nett. Zählt kurz an seiner Krone, 7 Zacken hat er wohl auf. Oh, Moment, die kennen wir doch von irgendwo her. Und dann kannst du ein gewaltiges Maul erkennen, auf das du zuschwimmst. Und Flügel, eine große Mühle, die irgendwo über dir malt. Ist das der gleiche Barbarat, den ich schon mal gesehen habe, in der, als ich in die Vergangenheit geguckt habe von dem Bild, oder ist das eine andere Inkarnation von Barbarat? Es ist der gleiche Barbarat. Okay. Ja, die anderen, ihr könnt erkennen, wie Boltax einfach dort liegt und irgendwie so ein bisschen Sabber läuft ihm aus dem Mundwinkel raus. Ja, ich würde nach dem Zimmerkellner klingeln, dass das trinken bringt. Dauert ein bisschen und nach 3 Minuten hast du dann dampfenden Tee vor dir. Irgendwie habe ich mehr erwartet. Den scheint's wohl umgehauen zu haben. Ja, wartet. Ich würde so alle 2-3 Minuten mal meine Hand vor seinen Mund halten, um zu gucken, ob er noch atmet. Scheiße. Ich dachte, er ist danach wenigstens noch ansprechbar und kann diese verdammte Truhe zurückholen. Jetzt fühle ich mich auch fast nackt.
Oh, ja, er atmet noch. Ja, ja, setz dich hin, das dauert immer ein bisschen, bis die wieder runterkommen. Wollen wir Stein werfen spielen? Wollt ihr wirklich solche simplen Spiele spielen? Ich fange auch an mit werfen. Willst du schon wieder verlieren? Was ist unser Ziel, Vortax? Naja, wir können ja zu dritt spielen. Ich meine, er hat ja schon den Mund auf. Stimmt. Wer seinen Mund trifft, kriegt 10 extra Punkte. Ich glaube, wir sollten uns Trauben bringen lassen und nicht mit Steinen spielen. Na gut. Naja, gut. Aber was? Nein. Das ist aber auch nicht die Zeit für Scheißspielereien. Wir können die Zeit, die wir in dieser Stadt haben, doch nicht einfach vergeuden. Was schlägst du vor? Ihr habt gesagt, dass ihr in diesem Bücherladen einen dieser Nachtwinde getroffen habt. Fangen wir doch dort an. Ihr wollt Boltax jetzt hier einfach liegen lassen? Serpentilia ist auch da. Ich meine, der schläft zwar auch im Nebenraum, aber wenigstens sind sie zu weit. Und, was will ich von diesen Kabaljern? Sulamin war an einigen dieser Bücher interessiert und du doch auch, Rabe mir. Nun, ich vermute, das war nicht euer Interesse. Nein, natürlich nicht. Ich will dir eine verdammte Kugel durch den Kopf jagen, aber wir können ja unsere Interessen zusammenbringen. Ja, ich halte das für ziemlich sehr beschissen. Nee, das ist einfach ein beschissener Plan. Also die in ihrem Heimatpunkt anzugreifen, wo die vermutlich Fallen vorbereitet haben, die werden uns abschlachten. Und vermutlich mitten im Maraskana-Viertel, nun ja, sie werden uns nicht besonders freundlich gesonnen sein, vermutlich auch. Die Nachbarn. Die werden euch zusammenschießen. Da bin ich ganz ehrlich. Beutax, würfeln wir mal bitte 2W6. Alles klar. Ja, ihr könnt so ein bisschen darüber diskutieren, ob ihr die Nachtwinde noch angreift oder ob ihr Boltax dann hier allein zurücklasst. Ihr wisst auch nicht, wo Zulamin ist, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, da nochmal zu dritt nach draußen zu gehen in den Zug. Auch wo Serpentilio hier gerade schläft. Vertreibt ihr euch dann irgendwie die Zeit mit Kartenspielen oder mit kleinen Papierkügelchen in den Mund von Boltax werfen oder in den von Serpentilio. Und Boltax, du bekommst die nächsten 3 Stunden. Alle deine Wissenstalente und deine Zauber mit dem Merkmal Hellsicht steigen um 2 Punkte. Deine Klugheit ist um 3 Punkte erhöht. Und du bekommst 4 ASP zurück, wenn dir welche fehlen. Ja, mir fehlen tatsächlich welche. Ich habe ja ordentlich gezaubert heute. 4 ASP bekommst du zurück. Und während die Zeit so verfliegt, könnt ihr sehen, wie Boltax dann mit einem leichten Stöhnen wieder wach wird. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Das werdet ihr mir nicht glauben. Ich hab den ganzen Kosmos gesehen. Ich bin auf K geritten. Oh, das war fantastisch. K hat mich auf seinen Rücken genommen und hat mich durch die Ebenen getragen. Erst waren wir hier in dieser Sphäre und wir sind weitergegangen. Ich habe Lido Kork und alle gesehen. Dann sind wir eingetaucht. Oh, und da war ein Baum. Er war knochig und es waren Dämonen am Schneiden. Und ich glaube, das war der Dämonenbaum. Und er hatte Gärtner. Und dann sind wir an Elfen vorbeigekommen mit Flügeln aus Licht. Ich glaube, Madaya ist Mada und die Elfen sollen eigentlich die neuen Elementarwesen der Kraft werden, weil Madaya hat ja, Mada hat ja den Mond zerstört und damit, die Kraft freigesetzt, die Zitadelle der Kraft. Dann habe ich die Elementare gesehen, alle, die es gibt, die wir kennen, da war alle, wie gesagt. Und dann waren Katzenwesen und Bärenwesen und Wolfswesen und sogar ein Nivesenwesen. Oh, ganz verrückt. Und dann bin ich nach Alvaran gegangen und habe Angrosch gegrüßt und er hat mir zugelächelt und dann habe ich ein bisschen mit Borbarat geredet. Oh, das war, er war ganz lieb, aber er hatte seine Krone auf. Das war merkwürdig. Sie hatte 7 Zacken. Man kann sich das nicht denken. Und dann ging es weiter zur Seelenmühle. Das war schon eindrücklich. Die sah richtig finster aus.
es hat gar nicht so sehr nach Mühle gerochen, sondern eher nach Schwefel. Aber was mich überrascht hat, ich habe keine Dämonen gesehen, die in der Mühle waren. Sie waren dahinter. Und dann ging es weiter in den Kosmos hinein und wir sind die Sternbilder abgeflogen. Und hin und wieder hat mich die Leere zwischen den Sternen fast ergriffen. Aber nein, K. hat mich beschützt und hat mich abgeschirmt. Und dann war da ein Ei, ein Ei, groß wie eine Welt. Und aus diesem Ei ist etwas geschlüpft und, oh, Voltags, es war unglaublich. Voltags, beruhig dich. Du bist nur voll drauf. Auf meinem letzten Trip habe ich Golgari getroffen. Ja, aber vielleicht sollten wir nächstes Mal etwas weniger nehmen. Ja, außerdem bist du dran mit Steine werfen und mit diesem Wort würde ich Boltax einen Stein an den Kopf werfen. Oh, 1-0 für mich. Könnte sein, dass du 1-2 Kieselsteine im Bauch hast, Boltax. Ja, Steine reinigen den Magen, nicht wahr? Aber ihr müsst euch das vorstellen, Alvaran war wirklich unglaublich schön. Oh, bestimmt. Durchaus. Eine riesige Festungsmauer im Himmel. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Gwenpetryl darin verarbeitet war. Naja, und auch andere Metalle nun. Und wusstet ihr, dass wir Zwerge den Donnersturmwagen geschmiedet haben? Ja, so ist das nämlich. Rondra hat es mir erzählt. Ich wusste das selbst auch nicht. Aber ha, wer hätte das schon gedacht? Ja. Ja, das ist überraschend. Sicherlich. Ja. Nun. Bist du durstig? Wir haben dir Tee bringen lassen. Oh, das ist sehr nett. Ja, ich hätte gerne einen kleinen Schluck Tee. Oh, Abelmir, hast du abgenommen? Nein. Doch, man sieht es. Dein Bauch ist zurückgegangen. Du siehst richtig fit aus. Das war mein Seil. Oh, naja, das mit den Elfen hat mich besonders schockiert. Ja, das ist ja auch sehr schockierend. Jetzt, da du wieder wach bist, willst du nicht diese Truhe rufen? Wenn wir Sachen schon wieder haben. Oh, ich habe sie gesehen auf der Reise, kurz vorm Dämonenbaum. Ich glaube, die Sachen sind verloren, aber ja. Truhe, komm herbei. Ich würde mich auf die Truhe fokussieren. Und sie erscheint, wie gerufen. Nun, dann, schauen wir einmal, ob meine Vision wahrlich wahr ist. Ja, und ich würde die Truhe einmal öffnen. Also, auf alle Fälle kannst du erkennen, die Gegenstände, die du vorher reingelegt hast. Nichts fehlt. Hier. Alles da. Also war eure Fantasie ein Irrtum? Nein, es war real. Vielleicht war es anders real. Vielleicht habe ich die Zukunft gesehen. Oder eine Alternative von dem, was sein könnte. Oder ihr habt einfach nur gesponnen. Nein, dafür. Aber ihr müsst die Erfahrung selbst machen, um verstehen zu können, worum es eigentlich geht. Ich habe den ganzen Kosmos gesehen. Ihr sind Drogen, ihr wisst schon, was mit Drogen passiert. Sie verändern euer Bewusstsein. Ja, ich konnte den ganzen Kosmos sehen. Nein, ihr habt nur das gesehen, was ihr sehen wolltet. Ich wollte die Seelenmühle und Borbarat sehen, ich glaube nicht. Genau, das vielleicht schon. Nein. Ihr könnt das nicht beurteilen, aber... Ihr seid sicherlich nicht nach Alvaran geritten auf K. Oh, doch, das ist passiert. Und wenn es um das Innerste gegangen wäre, wäre ich ja wohl in einem Pilzhaus aufgewacht. Na gut, glaubt, was ihr wollt. Aber das ist so. Und Pilze habe ich in meiner ganzen Vision nicht gesehen. Also. Was soll ich sagen? Wenn es einfach wäre, in einem Traum nach Alvaran zu reisen, würde jeder dorthin reisen, nicht wahr? Es war kein Traum. Ich bin ein Zwerg, ich träume nicht. Und wenn es ein Traum gewesen wäre, hätte ich mich in diesem frei bewegen können. Beste ist ja, dass Diamantis noch so viel mehr von diesem Feuerschlägpulver hat. Ihr könntet diese Reise alle zusammen antreten, Boltax. Ihr könnt das mitmachen. Ihr müsst es nur einmal versuchen. Ich nehme keine Drogen. Nun, das ist keine Droge, das ist Erkenntnis in Reinform. Es ist eine Droge und wenn ihr das nicht erkennt, habt ihr ein Problem. Ach, zumindest verstehst du jetzt diese Effortgeweihte viel besser. Nun, ich verstehe jetzt selbst Effortgeweihte. Ja, zumindest diese eine besser, ja, die hier Feuerschlägt das Ganze herübernimmt. Ja, aber ich bin ein bisschen
Effortgeweihte generell, ja, genau. Ja. Effortgeweihte generell verstehst du auch besser. Klar. Nun ja, schön, dass du Spaß hattest. Das war es in der Tat. Es hat mir die Augen geöffnet. Ja, du kannst das Pulver bestimmt haben, wenn du möchtest. Ihr solltet das auch ausprobieren. Ich rate es euch. Nein. Ich muss leider meinen Konsum im Allgemeinen etwas zurückfahren. Zumindest gerade keinen Bedarf. Aber dann kann niemand von euch meine Geschichte verifizieren. Ja, aber ist das überhaupt nötig, Boltax? Naja, aber mir wirft mir ja vor, dass ich nur gesponnen hätte. Ihr habt Drogen genommen. Was erwartet ihr? Ich habe eine Einsicht von einer Gottheit erhalten. Ich weiß, dass ihr das nicht verstehen könnt. Drogeninduzierter Rausch, mehr nicht. Einsicht. Erkenntnis. Natürlich, wenn ihr orange Traumstoffpulver nehmt, habt ihr auch eine Erkenntnis. Es tötet euch trotzdem auf die lange Zeit. Ich will es ja auch nicht auf die lange Zeit nehmen. Ich will nur, dass ihr versteht, dass das, was ich gesehen habe, Realität war. Boltax, was hattest du damals in den namenlosen Tagen vergessen? Ich hatte vergessen, dass ich Ayas eigentlich böse finde. Okay, also du weißt, dass hinter diesem Traum noch irgendetwas wartet auf dich. Sein pochendes Gefühl. Und du weißt, dass du Erkenntnis bekommst, wenn du das nochmal antrittst. Du weißt nicht genau, was du vergessen hast, aber du weißt, dass irgendetwas in deinem Geist fehlt. Ich verstehe, es nagt also so an mir. Ja, richtig. Es ist alles wird wieder gut, wenn du noch eine Prise nimmst. Ich würfe meine Selbstbeherrschung. Ich glaube, das ist an dieser Stelle angebracht. Also rein regeltechnisch wirst du noch nicht Ilaris-süchtig, erst beim zweiten Konsum. Aber ja. Es ist schon verlangend. Ja, das ist auch. Also wie gesagt, du weißt, da wartet noch was auf dich. Ja, aber ich widerstehe diesem. Diesem Verlangen. Denn was Abe mir sagt, ist natürlich trotzdem richtig. Ist nicht aufgehoben. Du hast noch so viel Pulver und das ist auch haltbar. Das kann man jederzeit wieder nehmen. Und du bist ein Zwerg, du hast alle Zeit der Welt. Das ist richtig. Aber die Welt hat nicht alle Zeit. Ja genau, bevor wir die Plagendringer stürmen, ist glaube ich eine gute Möglichkeit. Ilaris süchtig zu werden. Gut. Ja, dann würde ich langsam aufstehen, die Edelsteine auch wieder einsammeln, in den Beutel tun, mich dann auch wieder anziehen und mal den Tee trinken. Oh, jetzt bin ich aber auch wirklich durstig. Nun, was machen wir jetzt? Warten wir auf Sulamin? Naja, ich möchte nochmal sagen, dass ich ganz eindeutig vorne liege bei Steine werfen. Und wir gerne jetzt aufhören können, um meinen Sieg zu festigen. Du hast auch mindestens doppelt so viele Steine geworfen wie ich. Naja, das stand ja nicht in den Regeln, dass das verboten wäre. Wo stehen hier denn Regeln für Steine werfen? Nicht mein Problem, oder? Einigen uns auf Unentschieden. Aber mir, du hast dreimal einen Stein in die Hand genommen, dreimal daneben geworfen und dich dann wieder zum Buch gewandt. Also unentschieden ist das hier gar nicht. Richtig. Also, wir sind uns zumindest einig, dass Abel mir verloren hat. Ja, also da sind wir uns einig. Vielleicht sollt ihr euren Wettkampf fortsetzen. Boltax, würdest du dich hier hinsetzen und wir werfen die Steine nach dir? Naja, eigentlich funktioniert Steine werfen so nicht. Man wirft sich gegenseitig Steine an den Kopf. Naja, du darfst ja auch zurückwerfen. Ja, aber ich habe doch gar nicht mitgespielt während der ganzen Zeit. Ja, ich bin doch jetzt schon bestimmt 70 Punkte im Hintertreffen. Das kann ich doch nie mehr aufholen. Naja, so habe mir bisher auch keine Punkte. Ja, aber dann stehe ich am Ende nur 3 Punkte über Abel mir und das will ich ja auch nicht. Es soll schon ein fairer Wettbewerb sein, oder? Ja, ich meine, auf Abel mir das Niveau Steine werfen will natürlich niemand. Das kann ich verstehen. Richtig. Wie sieht das denn aus? Ja, was soll ich Ankoschminia dann sagen? Ja, richtig.
Also, was tun wir jetzt? Ich mache mir immer noch Gedanken darüber, wie wir dieses Problem mit dem Buchhändler beseitigen können. Also, ich bin aber ehrlich, da werdet ihr in den Hinterhalt laufen und die werden uns totschießen. Ich liebe Hinterhalte. Ja, aber ich will nicht unbedingt reinlaufen. Also, ich kann euch Folgendes sagen, ich müsste noch eine Stadt anzünden. Vielleicht wäre das jetzt die richtige Möglichkeit. Bin ich sicher, ob Suramin das gefallen wird, wenn du ihren Nachbarstadt einfach abfackelst. Naja, das wäre neue Flüchtlinge für ihre Stadt. Nun ja, sie ist immerhin Visierer, sie hat eine gewisse Verantwortung. Wird Paligan diese Stadt hier nicht sowieso abfackeln? Nun ja, er schon, aber wir müssen ihm nicht beistehen und ihm helfen. Schon mal von der verbrannten Erde-Taktik gehört. Was denn das für ein Blödsinn? Haben die verdammten Chemis gegen uns eingesetzt. Was soll denn Paligan? Wir wollen Paligan helfen? Naja, also bei den Chemis macht es ja auch nur Sinn, aber Paligan braucht ja nichts von ihr. Der kommt ja hier nur, um Vernichtung zu säen. Also, ich wollte auch eigentlich nur diesen Buchladen abfackeln. Vielleicht sollten wir uns auf der Suche nach diesem Observatorium begeben. Naja, aber wir sollten erstmal warten, bis wir alle wieder hier sind, bevor wir losstaffieren, um irgendwas zu machen. Wir können die Stadt nicht verlassen, bevor wir Suramin nicht gefunden haben. Und ich will es nur einmal anmerken, wir müssen auf jeden Fall nochmal den Hafen, um zu schauen, ob unsere Fluchtmöglichkeit bereitsteht. Ja, dann lass uns in den Hafen gehen. Bevor wir hier rumsitzen und nichts tun. Und danach geben wir den Zug. Eine wunderbare Entscheidung. Das habe ich nicht gesagt. Das machen wir nicht. Also du kannst ja gerne alleine hingehen, aber dann schießen dich halt alleine tot. Das letzte Mal, als ich da reingegangen bin, haben mich zwei gehörnte Wichser angegriffen und mein Arm schmerzt immer noch. Ja, und das war nicht Hinweis genug. Oder wie? Du, ich halte dich nicht auf. Chor ist mit dir. Chor lächelt auf dich hinab, wenn die dich mit 15 Bolzen aus 15 verschiedenen Richtungen erschießen. Wir haben doch... Für was bezahlen... Ich meine, wir bezahlen euch nicht, aber... Warum genau haben wir denn drei Magier, wenn wir trotzdem in den Hinterhalt laufen können? Also, ich bin hier für die gute Laune. Naja, also ich habe in der Regel gute Laune, wenn Voltax dabei ist, also das macht er gut. Aber mir, wofür bist du da? Ich bin sicherlich nicht dafür da, um seine Rachegelüste zu befriedigen. Das ist kein Gelüst nach Rache, das ist Gerechtigkeit. Für alle Unschuldigen, die dieser verdammten Kabalia schon zum Opfer gefallen ist. Und natürlich mich. Also doch eure Rache. Drück es aus, wie du es willst, aber das ist für die gerechte Sache. Als ob die das nicht verdient hätten. Sie greifen aus dem Hinterhalt an, ermorden jemanden, der nicht einmal was dafür kann. Als ob ich dafür mich entschieden hätte, Magier zu werden. Als ob ich zu irgendeiner Akademie gegangen wäre, um die Magie zu studieren. Scheiß habe ich getan und trotzdem sind die mir in den Rücken gefallen. Also, die sind schon Arschlöcher, das möchte ja auch keiner abstreiten, aber ja, kein Grund, dass sie uns deswegen erschießen. Ja. Ich brauche einen Plan und der will mir einfach nicht in den Kopf kommen. Naja, was du machen könntest. Nee, das funktioniert nicht. Also, wenn du willst, kann ich dir helfen. Du musst es nur sagen. Ich kann dir immer helfen. Wisst ihr, ich glaube, ich muss einfach mal frische Luft schnappen und mit meinen Gedanken für mich alleine sein. Warum gehen wir nicht zum Hafen? Und währenddessen kann ich ein wenig frische Luft draußen schnappen. Lass die anderen einfach warten. Lass sie auf Suramin warten und wir gehen alleine in den Zug. Ich zeig dir, wo sie sind. Oder wir müssen ja nicht einmal alle gehen. Naja, das erregt weniger Aufmerksamkeit. Das ist schon richtig, wenn nur einer oder zwei gehen. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr hierbleiben. Weiter Deine schmeißen oder ist euch beim
mit dem Essen oder Tee gut gehen lassen. Und ich schau mal in den Hafen. Sehr gut, Sulman. Aber bau kein Mist, ja. Ich doch nicht. Kann ich das einschätzen, ob er vorhat? Ja, Menschenkenntnis. Menschenkenntnis gegenüber reden. Ich habe 9 Punkte. Ja. Okay. Und ich dürfte keine Schwernisse gegen dich haben, oder? Weil wir sind ja gleich. Er ist ein Freund, ja, nee, es ist okay. Scheiße. Ja, es ist okay. Würfel mal deine Überredenprobe gegen. Ja, try me. Ich habe von Blackaras gelernt, mein Freund. Willst du einen Schicksalspunkt ausgeben? Kannst seine Probe auch rerollen lassen? Ja, komm, ich gebe ihn eh nicht mehr aus. Komm, wirf mal neu. Ich glaube nicht, dass was bringt, aber. Er hat generell aber gute Werte. Siehst du, einen Punkt weniger. Ja, ja. Ich nicke zufrieden und werfe dann aber mir den nächsten Stein an den Kopf. Aua! Wir spielen doch gar nicht mehr. Ja. Das war ein Punkt, ja. Ja, würde ich auch sagen. Und damit würde ich mich auch von ihm abwenden. Und so kann Diamantis oder auch Sulman gerufen ein weiteres Mal nach draußen gehen, alleine in den Zug. Weil das ja bisher jedes Mal gut geklappt hat. Du kannst sehen, wie neben dir der kleine Junge dir die Hand reicht, so als würde er mit dir wie Vater und Sohn durch die Gassen spazieren wollen. Ich kann dir zeigen, wo sie sind, wenn du willst, aber du musst mich fragen. Ja, du wirst es mir zeigen. Zeig es mir, bitte. Aber woher weißt du überhaupt, wo die sind? Ich dachte, du weißt nur das, was ich weiß. Nein, der blinde Sohn weiß so viel mehr. Der blinde Sohn? Ja, schon das zweite Mal. Ja, natürlich. Er ist immer an deiner Seite und er hilft dir, wenn du willst. Er hat mir auch geholfen, als ich diese Schmerzen hatte. Ja, genau. Das im Tempel. Gut. Brauche deine Hilfe. Du sollst mir zeigen, wo sie sind. Aber erst einmal gehen wir zum Hafen und schauen, ob das Schiff da ist. Das Schiff ist da. Sie warten auf euch. Komm einfach. Er zieht so ein bisschen an deiner Hand. Das ist nicht das, was du machen sollst. Du musst reiben! Du musst reiben! Ich will keine Rache, ich will Gerechtigkeit. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Vertrau mir. Kurz hast du irgendwie so eine Explosion in seinem Mundwinkel gesehen, so als ob sein Gesicht irgendwie zurückgehalten wird durch dieses Fleisch, durch diese menschliche Maske, die er wohl trägt, und dann ist wieder alles normal. Er ist wieder der kleine Junge. Als würde kurz etwas aus der Maske hervorbrechen wollen. Ja, genau das. Zurückgehalten. Er hat zwar keine Mondsilbe, eine Maske so wie du, aber es fühlt sich nicht so an, als hätte er was Eigenes zu verbergen. Er zieht dich stärker so an deiner Hand und er will mitkommen. Immerhin bist du sein Vater und er ist erster Sohn. Er ist der blinde Sohn. Bleibe einen Augenblick stehen, weiche zurück, aber halte immer noch seine Hand. Komm bitte mit. Du kannst mich doch nicht allein in den Zug gehen lassen. Was sollen die anderen denken, wenn du mich allein in den Zug gelassen hast? Da sind die Nachtwinde werden mich umbringen. Das ist Gerechtigkeit. Du bist in meinem Kopf. Wo ich hingehe, bist du auch. Das habe ich mittlerweile verstanden. Ja? Du weichst nie von meiner Seite, nicht wahr? Ja. Er legt den Kopf schief. Ich beschütze dich und du beschützt mich, okay? Nur gemeinsam können wir das schaffen. Wer sich selbst hilft. Ja, ironisch. Ich nehme seine Hand und lasse mich von ihm in den Zug führen.